und willkommen zu einem neuen Video. Heute geht es um den neuen Drucker, den ich mir neuerdings zugelegt habe. Und zwar der neue Drucker Anycubic Photon S. Und ja, heute werde ich euch zeigen, was ihr so bekommt, wenn ihr den Drucker kauft. Was ihr euch noch zulegen müsst, wenn ihr den Drucker kauft. Und was nicht dabei ist, was ihr euch noch unbedingt kaufen müsst. Und ja, starten wir direkt. Ja, einmal dabei ist einmal hier eine Anleitung, wie ihr genau die Drucker levelt. Weil wenn der Drucker nicht auf Millimeter genau gelevelt ist, kann es sein, dass eure Druckergebnisse nicht so gut werden. Und ja, deswegen ist hier eine sehr genaue Anleitung, leider auf Chinesisch. Aber ihr könnt online auch nochmal nachlesen, wie es geht. Und in meinem nächsten Video werde ich euch auch noch zeigen, wie es geht. Außerdem habt ihr hier einmal eine Karte, wo einmal draufsteht, dass es original von Anycubic ist. Und ja. Dann habt ihr hier einmal noch ein Schraubenzieher-Set, Ersatzschrauben, wo ihr einmal den Drucker aufschrauben könnt und Ersatzteile einbauen könnt, falls etwas kaputt gegangen ist. Dann habt ihr einmal hier einen DLP-Film, den ihr einmal austauschen könnt. Der ist hier einmal unten. Hier unten beim Drucker. Und zwar habe ich jetzt noch hier Reason drin. Und ja, das kann ich euch jetzt nicht schnell rausnehmen. Das brauche ich gleich für meinen nächsten Druck. Aber darunter ist so eine ganz dünne, durchsichtige Schicht. Und die kann Kratzer bekommen. Wenn da Kratzer drin ist, kann es sein, dass die Druckergebnisse auch nicht so korrekt werden. Und deswegen habt ihr einmal hier 1 bis 2. Ich weiß gerade nicht so viel, wie viele da drin sind. Ich glaube, 2 Ersatzfilme sind da drin. Könnt ihr das einmal austauschen. Und somit bekommt ihr auch eure Druckergebnisse noch besser. Dann bekommt ihr einmal ein USB-Stick mit der gelieferten Slicer-App. Die ist hier einmal drauf. Die müsst ihr euch einfach nur noch auf euren Computer bzw. Laptop laden. Und dann könnt ihr auch schon anfangen, eure Drucke zu starten. Mehr dazu gibt es aber im nächsten Video. Dann haben wir hier einmal einen Plastikspachtel, damit ihr einmal von der Platte oben, also der hier, die Drucke einmal abmachen könnt. Warum kein Metallspachtel dabei ist, das liegt daran, dass wenn ihr hier einmal bei dieser Druckerplatte die Druckergebnisse einmal abmachen wollt mit einem Metallspachtel, können Kratzer reinkommen. Wenn da Kratzer drin sind, kann es sein, dass eure Druckergebnisse wieder nicht so korrekt sind und es kann auch sein, dass einmal eure Druckergebnisse im nächsten Druck dann richtig dran haften und ihr es nicht mehr abbekommt. Dann haben wir einmal noch hier eine Maske dabei, womit ihr euch einmal vor dem giftigen Reason einmal schützen könnt. Ja, das Reason ist giftig und die Gase, die da rauskommen, sind auch nicht so gesund. Außerdem habt ihr hier auch noch Filter dabei. Ich glaube, hier sind 10 Stück dabei. Und damit könnt ihr einmal, wenn ihr, wie ich jetzt hier gerade, Reason in diesen Behälter drin habt, dann könnt ihr das einmal in die Flasche zurückschütten. Aber wenn ihr gedruckt habt, kann es sein, dass da noch kleine Klümpchen drin sind. Und die wollt ihr natürlich nicht im nächsten Druck haben, weil sonst kann es sein, dass diese Klümpchen sich in dem nächsten Druck anheften an dem gedruckten Teil. Dafür gibt es hier einmal ja dieses Sieb hier. Das, dann nehmt ihr einfach so einen Trichter, tut das in die Flasche und dann tut ihr den Filter hier nochmal drauf. Und dann könnt ihr das Ganze mal über den Filter in die Flasche zurückgießen, damit keine Klümpchen in die Flasche wieder reinkommen. Dann habt ihr noch einmal von Anycubic einmal 500 ml Reason bekommen. Und ja, ich habe jetzt grün bekommen. Ich glaube, das meiste ist auch grün. Und natürlich auch noch das Stromkabel, das ist natürlich auch noch dabei. So, das sind jetzt die Sachen, die ihr von dem Drucker mitgeliefert bekommt. Und jetzt zeige ich euch einmal, was ihr noch euch besorgen müsst. Am besten direkt, wenn ihr euch den Drucker kauft. Und hier sind einmal die Sachen, die ihr einmal braucht. Und zwar braucht ihr Handschuhe. Die Handschuhe sind dafür da, damit ihr, wenn ihr das Reason einmal in die Hände bekommt, dass eure Haut nicht wegätzt. Das passiert zwar nicht so oft, aber es kann sein, dass eure Hand anfängt zu jucken. Und ja, das kann sehr unangenehm werden. Und ja, dafür sind die Handschuhe da. Genau, die müsst ihr euch am besten so ein kleines Paketchen kaufen, weil ihr das nach jedem Druck braucht. So, dann würde ich euch noch empfehlen, eine Flasche Reason zu kaufen. Und zwar, weil
die 500 ml Flasche, die geht sehr schnell leer. Nach dem 6., 7. Druck ist die Flasche dann auch leer. Es kommt natürlich drauf an, was ihr druckt und wie groß das ist, aber die Flasche ist schon sehr schnell leer. Das müsst ihr natürlich nicht unbedingt kaufen, aber ich würde es euch empfehlen, damit ihr nicht im 7., 8. Druck schon wieder keinen Riesen habt. Dann ganz wichtig, das Isopropanol. Isopropanol, Isopropanol. Ja, das hört man immer wieder. Und zwar braucht man das einmal für den Drucker, damit ihr den einmal reinigen könnt, zum ersten. Und ihr braucht es zum zweiten, damit ihr die Drucke einmal absprühen könnt mit dieser Sprühflasche, die wir hier einmal sehen. Also ihr führt einmal das Isopropanol in die Sprühflasche. Es gibt auch von Anycubic eine Wash-In. Es gibt auch von Anycubic so eine Station, da könnt ihr einmal so 2-3 Liter von dem Isopropanol in so ein Gefäß geben und dann wird es automatisch einmal abgespült und einmal auch mit UV-Licht nochmal gehärtet. Ich mache das aber in dieser Sprühflasche, das funktioniert auch ganz gut. So, wenn ihr das einmal habt, könnt ihr euch noch, wenn ihr wollt, eine UV-Lampe kaufen. Damit ihr eure gedruckten Sachen aushärten lassen könnt. Das könnt ihr auch in der Sonne machen, aber wenn im Winter oder im Herbst keine Sonne ist, dann ist es eher empfehlenswert, eine UV-Lampe zu besorgen. Genau. So, das war's dann heute mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ja. Und wie gesagt, im nächsten Video wird es darum gehen, wie wir den ersten Druck machen, wie wir den Drucker einmal slicen und wir werden einmal die App auf dem USB-Stick auf unserem Computer bzw. Laptop laden. Genau, das war's mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Abo da, einen Daumen nach oben wäre natürlich auch okay. Und dann könnt ihr einmal oben rechts einmal das letzte Kochvideo sehen und oben links seht ihr dann einmal das Projekt 3D-Drucker von dem Anycubic i3 Mega. Und unten links könnt ihr einmal die CNC, das Projekt CNC-Fräse verfolgen. Das war's mit dem Video und ciao, Leute!